So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der 2.5.2019. Es ist ein bisschen später geworden, es ist kurz nach 8. Um genau zu sein, 20.11 Uhr. Und das Thema des Tages ist Entwicklung als Trader. Von mir und meinen Schülern. Und dazu möchte ich heute ein bisschen tiefer eingehen, weil es gibt gute Neuigkeiten und generell so die Parallelwelt zwischen jemanden, so wie mir zum Beispiel, ja, dass ich das Trade oder das System entwickelt habe oder weiterentwickelt habe, ja, und jemand aus meinen Schülern, also denen ich das beigebracht habe, die es umsetzen können. Und das ist für mich jetzt als Ausbilder, ja, ich muss sagen, es ist wirklich wie gesagt, kaum zu glauben, aber ich freue mich, man freut sich ja selber, ne, wenn irgendjemand oder die Schüler, denen ich es beibringe, das, was ich denen beibringe, umsetzen kann. Ja, das heißt, die Art und Weise meiner Strategie ist auf jeden Fall kopierbar. Das heißt, man kann es wirklich lernen und umsetzen, das, was ich tue. Und bestes Beispiel ist dafür, einer meiner Schüler, ja, das ist der André, und der hat mir heute, wir hatten ja heute miteinander geredet und hat mir wieder etwas gezeigt, was mich zum Verblüffen gebracht hat. Ja, und zwar, er hat in diesem Jahr, muss ich sagen, viel bessere Performance bis jetzt, ja, als ich es habe. Unter mir könnt ihr ja sehen, ich habe ja gerade, meine aktuelle Performance liegt bei 5,66%. Ja, und zurzeit, schon seit 2 Wochen oder letztes Mal habe ich ja einen Trade probiert und es klappt ja bei mir nicht. Na, und wie ich schon letzten Wochen das erklärt habe, liegt es bei mir an den Kursen, ja, das heißt, das Problem habe ich ja schon häufig erwähnt, ja, weil ich analysiere und ich arbeite ja mit Ninja Trader 7 zusammen. Und Ninja Trader gibt es bei der Weltmeisterschaft, wo ich gerade mitmache, nicht, oder wird nicht akzeptiert, das heißt, ich muss separat auf Ninja Trader analysieren und auf einen anderen oder von meinem Broker der Weltmeisterschaft quasi meine Trades ausführen. Und da gibt es sehr verschiedene Kursdiskrepanzen, die ich schon in meinen frühen Videos erklärt habe. Deswegen möchte ich in diesem Video nicht mehr darauf eingehen, sondern ich will es einfach nur sagen, dass ich aktuell nur die Märkte beobachte und nicht mehr aktiv gerade trade, bis das Problem gelöst ist. Wie gesagt, ich habe einen Auftrag, meine Indikatoren schon gegeben für die Entwicklung für den Navitrader, hier Trader Navigator, also das ist ein anderes Programm. Ja. Weil das wird von meinem Weltmeisterschaftsbroker unterstützt, dieses Programm. Und das kann man, ich habe es mir angeguckt, das ist sehr Ninja Trader ähnlich. Das heißt, alle meine Funktionen, die ich beim Ninja Trader benutze, kann ich auch in einem anderen Programm benutzen. Ja, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Die andere Sache ist aber, ich habe es, oder beziehungsweise bis jetzt sind die Indikatoren immer noch nicht fertig. Ja. Das heißt, ich kann es noch nicht genau sagen, wie lange das dauern wird, wann ich komplett dann so weit bin, dass ich trainen kann. Das ist die aktuelle Situation, wie es gerade bei mir aussieht. Ja? Das heißt, ich bin gerade, kann gerade aktiv nicht trainen, aber ich mache trotzdem ein Video, weil, wie gesagt, das ist eine Routine und man will ja die Entwicklung sehen. Ja? Und ich möchte auch die Entwicklung zeigen, selbst wenn es in diesem Video nicht um meine Entwicklung geht, sondern um einen anderen Trader. Ja? Und das ist wirklich, wie gesagt, ich habe auch schon heute mit André, wo ich mit ihm telefoniert habe, seine Genehmigung erhalten, dass ich den in meinem Video zeigen kann und auch erwähnen kann. Ja, wir haben auch gebeten, dass das, was er die Trades, die er gemacht hat, dass er sie bei Facebook posten sollte in der Gruppe. Sollte man sowieso, aber er sagte, das macht, setzt ihn zu sehr unter Druck, wenn andere es sehen können. Ja, das heißt, er führt sein Tagebuch, er macht es für sich, weil, ja, jedem das seine. Ne? Aber dennoch möchte ich euch kurz die Trades zeigen. Und übrigens, da sind auch die, Das Verblüffende dabei, ja. Die 2 Trades, die ich rechts von mir jetzt, rechts von mir wäre dort, ne? Aber spiegelverkehrt und auf eurem Monitor ist es da quasi, ne? Also links von mir. Und da steht einmal CT, das ist Baumwolle, und einmal der 6J, der Yen, ja, der japanische Yen. Das sind die 2 Märkte, die ich jetzt, ja, hätte ich dieses Problem nicht mit meinen Kursen, wie gesagt, das wären die 2 Märkte, die ich auf jeden Fall traden würde oder auf jeden Fall, die ich mir angeguckt habe oder die ich auch beobachte. Und wie der Zufall so möchte, ja, das ist, komme ich nochmal darauf zurück, André hat genau dieselben Trades aktiv getradet. Und das ist das für mich, wenn ich immer sowas sehe, ja, das ist für mich Stolz,
Ich fühle mich wirklich so wie so ein stolzer Vater, der. Ja, der es wirklich schafft, so, oder der sieht, wie sein Kind so wächst und, wie soll ich sagen, der Erfolg einfach damit hat. Ja, ich freue mich sehr für ihn, weil ich habe auch seine Performance gesehen. Ich muss sagen, also, der hat meine Fehler nicht mit mir gemacht, sondern die ersten zwei, drei Trades waren bei uns ähnlich und dann hat er die Verluste nicht mitgemacht, aber die Gewinne stetig, ja. Und der hat aber auch eine andere Statistik. Ich habe ja vom Februar angefangen ungefähr und der hat ja seit September und der muss ich sagen, na, der hat schon knapp, was waren das? Ich glaube, über 30 Trades gemacht und das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, also ich muss sagen, es sind noch keine 1000%, aber es ist dreistellig, ja, das verrate ich schon mal. Und das ist, wie gesagt, das hat mich sehr überrascht, freut mich sehr vom Herzen, einfach mal zu sehen, die Märkte, die wir besprochen haben. Ja, deswegen, zuerst wollte ich ja, wo ich das Video machen wollte oder generell so, wo ich geplant habe, worüber soll ich heute reden. Dann hatte ich ja das Gespräch mit dem André. Und dann, wo ich gesehen habe, dass wir dieselben Märkte besprochen haben, genau die ich analysieren wollte, wollte ich, zeige ich euch einfach mal die Trades jetzt in unserer Facebook-Insider-Gruppe. Ja, wie das aussieht. Sekunde. So, whoop. Switche ich mal kurz. Ja, das ist unsere Facebook-Gruppe. Und da können wir einfach mal anfangen. Was war auf der Liste zuerst? Sekunde, muss ich mal gucken. Oh, das passt sogar. So, na, ja, das ist wie gesagt, das ist, wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, steht hier keine Erklärung, das ist einfach nur kurz, was er gemacht hat. Das erste Bild, na, ist unser Wochenchart. Also, das sind zwei Charts, links und rechts. Wegen den Indikatoren benutzen wir zwei, na, weil da sind mehrere Werkzeuge, die wir benutzen, um die Marktrichtung zu bestimmen. Und natürlich in den Kommentaren steht der Tageschart, quasi das Timing, wo man eingestiegen ist, oder Stop-Loss und Target gleichzeitig, ja. Klicken wir auf das Bild. Damit man es hier ein bisschen besser erkennen kann, was ist hier passiert oder was waren seine Überlegungen, ja? Was wir ganz klar sehen können, die Insider sind natürlich short. Der Markt ist short, Insider sind short, der Markt ist überbewertet. Ja, der Markt war auch kurzfristig, jetzt aktuell in der aktuellen Kerze, ich weiß jetzt nicht, wie lange die ist. Auf jeden Fall war der auch, naja, nicht ganz, aber fast überverkauft. Bei MoneyX sieht es sehr gut aus. Kurs gestiegen, allerdings gefallen. Das ist ein sehr guter Wert. Ja. Und natürlich auch die Open Interests. Ja, das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Märkte sagen, dass es nach unten geht. Oder 5 Werkzeuge sagen, dass es nach unten geht. Ja. Wie gesagt, wie das mehr funktioniert, erfährt ihr natürlich in meiner Ausbildung. Na, ich kann euch hier nicht 1 zu 1 erklären, was, wie genau es hier funktioniert. Aber grob zeige ich euch, was gemacht worden ist, wie das aussieht, wenn man so der Magier-Märkte-System quasi, ne, wie das hier aussieht, wie wir traden, nach welcher Art wir traden, nach welcher Trade ich auch trade. Übrigens, ne, mit Ende der Ausbildung kriegt ihr auch originale Werkzeuge von mir. Nicht nur die Werkzeuge, das heißt nicht nur Indikatoren, auch die Workspace, weil das der Chart alles genauso aussieht wie bei mir auch. Ja. Das ist die Wochenchart. Das heißt, von der Marktrichtung hat André richtig analysiert, genauso wie ich. Wir sind jetzt zum selben Schluss gekommen, dass der Markt nach unten geht. Und der letzte Schritt oder der spätere Schritt kommt dann, wenn man den Einstieg timet. Ja? Das heißt, die Richtung war nach unten und man hat hier den Einstieg abgepasst. Und der hat wahrscheinlich die. Achso, alles klar. Die Leute, die in der Ausbildung sind, wissen. Oder müssen es auf jeden Fall wissen, welchen Einstieg er gewählt hat. Ja, und das ist hier ist er eingestiegen. Beim Durchbruch durch diese Linie, das ist diese Kerze hier. Und durch diesen Durchbruch ist er quasi eingestiegen nach unten short. Und wie gesagt, heute hat sich die Kerze sehr gut entwickelt. Na, nun drücken wir ihm den Daumen, weil wie gesagt, da sind dieser Trade und wahrscheinlich der andere Trade. Ist gut möglich, dass er damit sehr gut Profit macht, weil die sehen wirklich gut aus, besonders dieser hier. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, hätte ich jetzt ein Problem mit meinen Kursen nicht, ja, hätte ich 1 zu 1 nachgemacht. Und natürlich kommen wir zu seinem zweiten Trade, den er auch so gemacht hat, ja. Genau in derselben Art, ne? Weil wie gesagt, hier vor 23 Minuten. Ich habe ihn auch gebeten, er soll das posten, bevor ich live gegangen bin. Das hat er gemacht. Übrigens an dieser Stelle danke ich dir. Hast gut gemacht. Übrigens wirklich, ich
sehr stolz bin ich auf dich, ja. Und jetzt in deutscher Sprache, ich bin stolz auf dich. So, zeigen wir mal nochmal den Chat. Was hat er hier geguckt? Dasselbe wahrscheinlich, was ich gesehen habe, ja. Okay, es war noch ein. Hier ist auch so ein halber Seitwärtstrend. Hier haben wir ein neues Hoch erreicht. Somit ein möglicher Trendshade. Die Insider sagen nach oben. Der Markt ist unterbewertet. Halb unterverkauft. Ja. Okay, hier ist unter 20, das heißt kombiniert mit dem, das sind schon 1, 2, 3, 4. Natürlich die Open-Ender sind auch überbewertet. Ja, das heißt 4,5 Märkte, die in die Richtung sprechen, wo es nach oben geht. Na, die Marktrichtung. Es geht nur um die Marktrichtung. Marktgruppen. Was der andere gemacht hat, in welche Richtung er getradet hat. Tada! Ja, auch hier hat er, okay, hier hat er sogar wahrscheinlich. Okay, das ist ja, ne? Der nackte Abschluss, okay, das ist klar. Und falls diejenigen, die es nicht sehen, ich habe jetzt in meinen Ninja Trader nicht anderen, das ist auch zum Beispiel der die Trendlinie. Würde ich auch dazu sprechen, dass dieser Einstieg hier sehr gut gewählt ist. Das heißt, wir haben in dieser Position zwei Einstiegsmöglichkeiten. Das heißt nicht nur die Marktrichtung, sondern auch zwei gleiche Einstiege, die den Trade hier bestätigen. Den Ausbruch nach oben. Wie gesagt, auch hier wünsche ich ihm oder drücke ich ihm den Daumen, dass es klappt. Das sind die Trades 1 zu 1, die ich jedenfalls, so wie er sie gemacht hat, umsetzen würde. Na und ich hoffe mal, dass ich bestenfalls, wie gesagt, vielleicht schon nächste Woche oder spätestens übernächste Woche dann auch so weit bin, dass ich wieder traden kann, dass ich das mit den Kursen endlich geklärt habe. Oder mit dem Programm. Ja. Weil ich habe es mir auch so häufiger über den Kopf gehen lassen, ob was mache ich jetzt. Weil das ist jetzt, nein, die letzten Trades waren jetzt ein bisschen nicht gut gelaufen und ja, und ich will, wie gesagt, dass mein Geld, ja, das ich verloren habe, das was eigentlich nicht hätte sein müssen. Auch vom letzten Jahr zum Beispiel, ja. Ich habe mit vielen Schwierigkeiten gerechnet, mit vielen Möglichkeiten, was passieren hätte können. Aber dass das passiert, wie gesagt, war nicht vorhersehbar. Aus meiner Sicht, ne? Ja, das war das, was ich eigentlich erzählen wollte. Die Entwicklung der Trader, ja, der Vergleich mit mir und André. Und das ist wirklich, der ist ja schon der fortschrittlichste oder der am längsten die Ausbildung gemacht hat. Ja, der ist eigentlich schon. Es geht nur darum, um die 50 Trades hochzukriegen. Über 30 hat er schon. Und da sieht man einfach eine klare Tendenz, dass er das verstanden hat, dass er das umsetzen kann. Ja, und die Bilanz sieht nicht anders als bei mir aus. Letztes Jahr, ja. Wie gesagt, er tradet häufiger, das heißt, ist ein bisschen vorsichtigerer Typ noch als ich. Ja, aber dafür die Trades, die er macht, sind wirklich fehlerfrei. Ja. Und das ist wirklich, was mich berührt innerlich, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ja. Zwar gehofft, wo ich so auch mit mehreren Menschen gearbeitet habe und gesehen habe, wie sie es machen, weil da gibt es wirklich Schwierigkeiten manchmal beim Ansatz, ne? Weil besonders der Anfanggedanke, ja, oder wie soll ich sagen, der Anfanggedanke, beziehungsweise mit der Einstellung, mit der viele Menschen an das Trading lernen kommen, ja, und der größte Problem oder der größte Hindernis mit Abstand, ja, womit die meisten am Anfang Probleme haben, ist, wenn sie mit der Einstellung gehen, dass sie wirklich das auf die leichte Schulter nehmen, dass sie die Videos einfach nur angucken, wie so ein Serienmarathon. Und dann bereit sind zu trainen, ja. Das ist der größte Hindernis für die meisten meiner Schüler, ja. Wenn sie das überwunden haben, eingesehen haben, ja, dass sie wirklich Schritt für Schritt, wenn sie ein Video angeguckt haben, dann direkt in der Praxis umsetzen. Weil jede Praxisstunde, ja, muss man sich so vorstellen, wenn man die Charts, ja, sich anguckt. Wenn der Markt offen ist. Ich mache mal kurz auf den rechten Monitor, damit ihr sehen kann. Und sagen wir mal hier, ja, und dann guckt, geht man einfach so Schritt für Schritt, alle Positionen. Wenn man einmal die Marktrichtung, die letzten 5 Jahre zum Beispiel, ja, analysiert hat, wo wäre da die Marktrichtung nach oben, nach unten. Und da guckt man, macht man so eine Linie, wie wir das hier so machen, also eine schräge Linie, wo das ist. Das heißt, wo der Wochensignal kam, dass das Timing quasi oder wo die Marktrichtung sagt, der Markt oder die Trendrichtung muss sich drehen. Dann machen wir so eine senkrechte Linie. Und ab da an geht es quasi, den Einstieg passend dazu zu finden. Und wenn man das wirklich über mehrere Jahre macht
und immer wieder so einen Einstieg findet und die Möglichkeit sogar vielleicht mehrere Einstiege, ja, dann trainiert man auch automatisch, ohne dass man live tradet, trainiert man den Geist und das Auge quasi dazu, die Einstiegssignale, beziehungsweise man sammelt so Erfahrung, ohne den Schmerz deiner Live-Erfahrung zu machen oder Live-Tradings, ja. Und diejenigen, die das von Anfang an so direkt umsetzen können, die kommen viel schneller an das Ziel, mit weniger Schmerz und mit allem, was verbunden ist, weil die bereit sind, die Schritte zu tun, die eigentlich, wie soll ich sagen, zeitintensiv sind und wo es im Kopf nicht sofort so quasi, dass man in 2, 3, 4 Wochen schon quasi Geld verdienen muss, ja, dass man nicht unter diesem Druck steht, sofort so mehrere Tausend zu verdienen, sondern wirklich, wenn man sich Zeit lässt, das zu verstehen, einmal die Theorie, zweitens die Praxis natürlich, ne, das umzusetzen, damit rumzuspielen. Und dann, wenn man wirklich so hunderte Schritte, das ist so zum Beispiel mein Weg gewesen, ja, wo ich die Strategie entwickelt habe. Ich habe immer jeden Markt oder jeden Einstiegssignal und die Marktrichtung zuerst entwickelt habe. Ja, mit jedem Werkzeug, was ich benutzt habe, mindestens 100 Charts gefunden oder 100 Zeichen, wo es mal nach oben ging, wo es mal nach unten gesagt hat. Ja, das habe ich immer 100 Mal. Und das 100 Mal mal 100 Mal bestimmt, während ich so die Phase der Entwicklung durchgangen bin. Und dann nochmal dasselbe, mit jedem Einstieg, den ich so entwickelt habe, ja, die Marktrichtung plus jeden Einstieg, mindestens 100 Mal an den Charts. Ja, dann ist das Auge direkt geschult und trainiert, man sieht es. Und dann später, wenn es im Live ist, ja, sind ja die Kerzen noch nicht da und man sieht ja nicht klar, was danach passiert. Aber man wirkt sofort aufmerksam, oh, die Kerze hat dieses und dieses erreicht, so sieht die und die Kerze, oh, die Bewegung oder die Linie wurden durchbrochen. Man weiß sofort schon, worauf man achten muss, bevor man wirklich die Schwierigkeiten sich setzt, was soll ich tun? Und die Frage stellt sich nicht, wenn man wirklich jedes Mal, 100 Mal, sein Gehirn darauf trainiert, wirklich das, was ich beibringe, wirklich umzusetzen. Ja. Und das ist eigentlich der, wie soll ich sagen, der Bumerang-Effekt. Ja? Die, die es schnell haben wollen, leiden länger. Und wenn man wirklich, wie ich sage schon, Turtle Trader, ja, nicht umsonst meine Vorbilder im Trading-Bereich, wenn man es langsamer angehen lässt, kommt man viel schneller weiter. Ja. In diesem Sinne, hoffentlich hat es euch gefallen, was ich euch erzählt habe. André, Respekt an dich. Und natürlich an alle anderen Schüler, ne, die sich weiterentwickeln. Und auch soll ich auch nicht vergessen, weil in der Gruppe ist es ein bisschen ruhiger geworden. Wahrscheinlich, wie gesagt, habe ich an mir gesehen, es gab diese Phase der Seitwärtsphase bzw. Verlustphase. Und ich hoffe, dass die anderen sich nicht entmutigt sehen. Und wenn sie jetzt das Video sehen, wieder mal in der Gruppe aktiver dabei zu sein und eure wirklichen hässlichen Trades zu zeigen. Weil nur so kann ich euch helfen. Wenn ihr Erfolg habt, ist es schön, man kann sich mit euch freuen. Aber damit ihr wirklich vorankommt, ja, ist es wichtig, die hässlichen Trades, da wo es nicht klappt, es zu posten und darüber zu reden und mal die anderen mal um ihre Meinung zu fragen, ob jemand euch helfen kann. Ja, viele erfinden das als Kritik und können damit nicht umgehen, aber das ist der entscheidende Faktor, um über eigenen Schatten zu springen und natürlich sich weiterzuentwickeln. Ja, daran kommt man nicht vorbei, besonders als Anfänger. In diesem Sinne, Daumen nicht vergessen hochzumachen. Redet über mein System, über mich, mit euren Freunden und Bekannten und natürlich mit den Berufskollegen, allen möglichen, die es gibt. Empfehlt euch das, was ich hier tue und natürlich Daumen hoch. Liken, teilen, will man nicht vergessen. Ja, ich freue mich über jeden Like und natürlich über jeden Kommentar. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr ein anderes Thema habt oder was ich euch noch ansprechen kann oder zeigen kann. Na, also solange ich nicht reden kann, habe ich Zeit, um mal sowas nachzudenken. Na? Alles klar, bis dann. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bye bye. Ciao.